Jungs, schaut mal, wer wieder da ist. Ja, hi und willkommen zurück zu einem Let's Play Redstone. Und wir machen heute mal weiter mit den, mit den Helden. Und zwar haben wir ja letztens den Krieger besiegt. Und jetzt wollen wir auch natürlich den nächsten, den Schamanen. Ich hab jetzt bei... Okay, da wollte ich gerade nicht dazwischen babbeln. Ihr habt es so gewollt. Was ich sagen wollte, unser Deck habe ich noch gar nicht so richtig mehr, da blick ich noch gar nicht durch. Wir haben zwar in der Folge 2 schon geguckt, wie es so alles so funktioniert, aber so richtig schlau bin ich noch nicht, weil ich weiß noch nicht, welche Auswirkungen diese Karten hat und ja... Aber ich denke, wir kriegen das alles hin und ja, jede Folge lernt man etwas wieder was dazu. Und ja, der tut jetzt hier... Okay. Wenn ich jetzt den hier mache, habe ich zwei, oder? Ja. Dann kann ich den hier spielen. Und dann ist er weg. So, der hat schon mal einen Spot. Das war eigentlich ein guter Zug von ihm. So. Das können wir noch nicht. Zwei. Ja, tun wir den weghauen. Das war's. Ah. Und geheilt hat er sich. Eieiei. Ja, dann sollten wir, soweit ich weiß, heilt er sich, stellt an euren Sohn von euren Befreundeten ein Leben wieder her. Das sollten wir kaputt machen. Ja, das mache ich auch kaputt. Das war's. Das Dingo! Ja! Jetzt hat er schon zwei, Ah, Spott haben wir jetzt hier auch ein. Also, drei, vier, dann tun wir den Spotter. Das war's. Das ist schön, dass er dann sagt, das war's. Und dann können wir wirklich auch keinen Zug mehr machen. Das finde ich ganz gut. So. Man merkt, dass die Gegner immer schwerer werden. Alle Moguls haben einen Angriff. Okay. Drei. Vier. Dann nehme ich den hier und tu den hier drauf. Und tu den Mogul. Was anderes kann ich ja auch nicht. Ich finde, da gehört auch ein bisschen Glück dabei. Hm? Ja. Ja, ich glaube, den verlieren wir. Oh Mann, ist der Schaman richtig. Richtig gut, hey. Den können wir noch nicht. Das können wir auch nicht. Vier, wir können schieben. Bringt uns aber nichts. Also würde ich sagen, ja, ich wollte doch die Karte hier. So. Sport, das ist 6. Geht auch noch nicht. 2. Ist hier eine neue Karte. Dann können wir auch hier das mal nehmen. So. Ah, wir haben schon verloren. Nein, wie kann das passieren? Nein. Ah.
Wir gucken mal, ob wir irgendwas gekriegt haben. Ne, haben wir noch nicht. Ja. Dann machen wir direkt noch eine Runde. Da gehört auch ein bisschen Glück dabei, dass wir auch die Gegner besiegen können. Dann wird die Folge ein bisschen länger, das macht aber nichts. Ja, das sieht wesentlich besser aus wie vorhin. Ich weiß auch nicht, ob das dann besser ist, wenn man eine höhere Karte dann eine niedrige Karte dann eintauscht. Das weiß ich natürlich dann nicht, ne? So. Erstmal. Die hier. Die hier. Sport haben wir zwei, jawohl. Was ihr wolle? So. Haben wir da zwei, dann nehmen wir den hier. Und wenn ihr meint, bereit zum Ausritt. Hilft's doch nicht. Das ist auch eine Imba-Karte. Wir haben keine guten Karten, hm? Und mit denen, wir können nur das machen. Was anderes geht gar nicht. Eine Schiebkarte und ein Spott. Geht hinter mir in Deckung. So. Das können wir noch nicht. Ja, und nimm mit die Karte. Und die Karte. So, und dann können wir... Dieser Diener wird in der nächsten Runde bereit sein. Okay. Was glotzt denn so? Ey, was glotzt denn du? Yeah! Ich glotze halt, ne? Ach... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Spott. Die Tore sind geöffnet. So. Eieiei. Das habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Nee, nee. Ja, haben wir noch einen Spot irgendwo? Nein. Mit denen loskommen. Ey, gibt's doch nicht. Können wir nicht? Aber dafür können wir den hier machen. Und... Ach, geht nicht.
Zwei Eier, gut, das kann man machen. Das war's. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Ein Spott. 5, 2, 4. Sie werden nicht wissen, wie man geschieht. Ah nein, schon wieder. Och nee. Ah je. Okay, dann würde ich sagen, ja, was ein, naja, ein Fail. Und, versuchen uns mal in die nächste Folge, ob wir denn den Krieger auch mal besiegen können. Also, bis dahin, ciao, ciao.